Hallo, meine lieben Freunde. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Willkommen zu einer neuen Folge Anno 1404 hier mit mir auf unserem YouTube-Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe ein leichtes Schnüpfchen entwickelt. Ich hoffe, das stört euch nicht und ich hoffe, dass wir trotzdem diese Aufnahmesession gut durchhalten, weil alle meine Aufnahmen von vor dem Urlaub sind inzwischen im Äther und ich muss nachholen, damit ihr weiterhin regelmäßig eine Folge Anno pro Woche bekommt. Das mache ich natürlich sehr gerne. Und ja, das ist eine Weile her, seitdem wir hier waren. Ich erinnere mich an so Dinge wie finanzielle Inselübernahmen und ansonsten erinnere ich mich an nicht mehr so viel. Außer, dass wir weiterhin eine negative Bilanz haben. Das ist aber ja auch schon so ein bisschen eine Sache der Höflichkeit und der Gewöhnung. Da wollen wir jetzt auch nichts mehr dran ändern. Ich meine, wer so lange jetzt schon damit klargekommen ist, der will ja jetzt auch nicht mehr nochmal, es wird ja dann irgendwann auch der Bilanz gegenüber unfair sein, wenn wir jetzt einfach sagen, nee, wir akzeptieren dich nicht mehr so, wie du bist. Wollen wir ja nicht. Wäre ja blöd. Ein Sandsturm fegt über eine Insel. Oh nein, ein Sandsturm. Das ist ja blöd. Aber wir haben unser Flaggschiff verloren, offensichtlich. Das sehe ich hier an dieser linken kleinen Vorhersageleiste, die ihr leider nicht sehen könnt, weil ich ja nun mal irgendwo existieren muss. Es tut mir auch leid, immer an der falschen Stelle existiere. Aber Verständnis und leistet euren Beitrag. Wir können hier. Seid ihr herzlich gegrüßt. Ist das ein Flaggschiff? Auch ihr müsst ja euren Beitrag leisten. Ich helfe ja, euch gerne komm. Aus. Komm, ich weiß nicht, ob wir das Geld für was anderes gebraucht hätten. Aber jetzt haben wir es. Ja, wahrscheinlich hätten wir es dafür gebraucht. Nee, warte mal. Hier wollten wir doch irgendwas anders machen, oder? Wollten wir hier nicht so eine große Noria hinbauen? Nun seid ihr in alle Geheimnisse unserer Baukunst eingeweiht. Wollten wir hier nicht eine große Noria hinbauen? Ist schon eine große Noria. Das heißt, dass wir die jetzt hier wegmachen können? Oder was ist da jetzt der Sinn? Eine Produktion kommt. Ich reiß das jetzt ab. Was verändert sich? Nix. War nix. Okay. Die hier brauchen wir noch weiterhin. Die ist ja in einem etwas anderen Bereich. Die da kann dann auch weg, ne? Ein gutes ja. Ist mir willkommen. Vielen Dank. Dankeschön. Haben wir überhaupt irgendwie noch eine Aufgabe? Was machen wir eigentlich hier? Was ist unser Job? Oh, hier. Oh, Oh nein! Ich muss irgendwo einen Mönch irgendwo hinbringen. Boah, ey, gerade nochmal gesehen. Die Aufgabe. Habt ihr euch schon um diese die letzte zwei Minuten. Wir haben Brokatgewänder. Sind es nicht diese, die hier? Nee. Was sind Brokatgewänder? Erhebt am Konto ab einer bestimmten Warenmenge Zölle von Handelspartnern. Eine ab 22 Tonnen gibt es 5 Tonnen Brokatgewänder dazu. Wow. Okay, wenn wir hier bei 18 Brot dazu holen, ist das ja gar nicht so unrealistisch. Wo gibt's Brot? Scheint nicht so gut zu laufen, ne? Scheinbar will keiner Werkzeuge, Steine oder Gewürze. Das finde ich traurig. Warum nicht? Eine Noria verbraucht ihr letztes Wasser. Noch Mensch, ich kann mich hier nie konzentrieren. So. Na dann weg damit. Weg mit der Jauche. So, und jetzt willst du mir sagen, dass das jetzt nur noch 10% Produktivität hat, oder was? Was ist denn das für ein Argument? Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Verstehe die Frage nicht. Sieht doch alles super grün und spaßig aus. Super grün und super spaßig. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Die werde ich da nicht hinbauen können. Kannst du vergessen. Ich werde versuchen, das komplett umzusetzen.
mal erstmal schön die Produktivität rausnehmen komplett, indem man alles abreißt. Du machst die Fachfrau, würde ich sagen. Ja, wenn ich dich da hinsetze. Es sieht halt nicht so aus, als ob das komplett nicht mehr grün wäre. Unfruchtbare Wüste. Sagt er so. Hat da jemand mal geguckt, ob das überhaupt stimmt? Es sind ja hier wieder infame Unterstellungen, die niemand überprüft. Ah, okay, nee, jetzt sieh's. Jetzt sieh's. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Ja, aber komm, wenn wir dadurch zwei Norien wegrationalisiert haben und jetzt nur eine Indigo-Plantage weniger haben, dann ist das doch ein guter Deal. Oder? Ich finde, das ist kein schlechter Deal. Wessen ist das hier, das Dattelfeld? Mhm. Das muss jetzt unbedingt da liegen, oder? Boah, das sind schon wieder Micromanagement-Sachen, die sind mir schon wieder zu anstrengend. Das lief doch alles nix. Das ist doch alles verlorenes Land hier. Da so in der Mitte. Da machst du nichts, da guckst du nur, sage ich immer. So. Der kauft minus vier Bücher. Er kauft vier Bücher und schenkt mir fünf Bücher? What the fuck? Okay, so ist plus ein Buch, würde ich sagen. Hier werden immer so 11 Tonnen, 10 Tonnen, knapp 17 Tonnen. Die wollten genau dem der Steuer entgehen, schätze ich mal. Sind genau 17 Tonnen gekauft. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn ihr die ganze Zeit dazwischen labert. Ab 18 Tonnen insgesamt, Gesamtwert. Also 10 plus 10 sind auch 18. 20, aber ihr wisst, was ich meine. Nicht die Pegasus! Was macht die Pegasus? Warum ist sie allein unterwegs? Was ist da los? Warum ist diese Hafenwertung kaputt? Muss man da so eine Reparatur daneben stellen oder wie läuft das? Nicht auch noch die Britannik. Auch nicht die Britannik. Hier, fahr hier hin. Es braucht wirklich nicht viel, um diese Aufgabe zu vollbringen. Bietet Ihnen folgenden Auftrag an. Eine Entermannschaft und kapern Sie das markierte Schiff. Eines Tages stolpert ihr noch über eure eigene Schlauheit. Klingt jetzt nicht so unangenehm. Von mir hören. Wow, der hat wirklich 5 Pokatgewinner da gelassen, der Typ. Krasser Typ. Ich glaube, das Schiff kann sich jetzt nicht entscheiden, auf welches der Schiffe es gehen soll. Das ist ein Overload. Was ist denn jetzt hier los? Ist das ein organisierter Kosarenüberfall? Scheint so. Poseidon, sei mit mir. Lass das Schiff schneller fahren. Ich helfe euch gerne aus. Boah, die ganzen wirklich alle die Pokatgewinner da. Ich dreh durch. Dann brauche ich ja gar nichts ändern. Dann lasse ich halt auch alles, wie es ist. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Nicht das Backhaus. Das Backhaus ist wichtig. Warum stellt das Backhaus nichts mehr her? Was fehlt ihm? Mehl. Die Brunnen an der Noria sind leer. Oh. Mehl. Wir haben offensichtlich genug Weizen. Macht doch einfach mal Mehl da draus. Muss ich euch das extra noch sagen? Eines ihrer Gebäude wird angegriffen. Nicht doch auch noch der Hafenwehrturm. Also jetzt kommen wirklich alles zusammen. Die Taifun. Der Hafen.
Ja, der ist dann sowieso gleich hinüber. Hinüber ist er. Kann mir nicht leisten. Ja, ist jetzt auch nicht so schlimm. Sie sind im Kampf unterlegen. Ich bin unterlegen. Das ist ja schlecht. So, jetzt kommt ja aber mal meine Flaggschiff-Armada an. Ja. Das liegt schneller am Meeresgrund, als es Ups sagen kann. Dann kann die Britannik gleich mal ein paar Werkzeuge rüberschiffen. Ja, auf die Insel. Nee, falsche Insel. Die Insel. Können wir dann nochmal einen Hafenwehrturm bauen. So, die kann doch nicht mal mehr schwimmen, dieses erbärmliche Stück Holz. Wow, den habe ich es aber gegeben, oder? Richtig harte Beleidigung. Ist sonntags endlich wieder was Anständiges auf dem Tisch. Okay, heute ist Donnerstag, aber ja. Was steht das Prinzip? So, Aschkabat braucht gar keine Brokatgewänder, oder? Nur Adlige brauchen Brokatgewänder. Ich sollte darüber nachdenken, das vielleicht auf eine andere Insel zu legen. Aber ich habe hier schon Holz. Ja, okay, aber Holz ist jetzt noch nicht so sinnvoll. Wir schiffen das rüber. Nachforschungen haben zu neuen Erkenntnissen geführt. Oh, ich habe endlich neue Erkenntnisse. Das passiert super selten. Ja, ich weiß. Ey, wenn jetzt jemand dieses Schiff abschießt, dann werde ich aber motzig. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann? Nur die Zeit bringt Erkenntnis. Mit Hilfe eines Bauplans kann ein bestimmtes Gebäude in einer Siedlung errichtet werden. Bringt die Wüste zum Blühen. Erbaut das Gebäude große Nuria. Verstehe ich nicht. Ich kann doch schon so große Nuria innen bauen. Hier ist es mit dem Kaffee, das ist auch sehr hilfreich, ne? Perlen, Perlen! Perlen! Ich erinnere mich, da war doch was. Gibt's hier Perlen? Wow, 29 ganze Perlen. Ich dreh durch. All unsere Baupläne stehen zu eurer Verfügung. Nein, nicht auch noch der Vulkan. Oh, nee. Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. Och nee. Das ist ja wirklich, das ist ja jetzt wie in Mexiko gerade. Kurze realpolitische Anspielung. Oder wo schwul? Explodierter Vulkan. Poppelpapepelpel. So heißt es ja, glaube ich. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Eine Produktion. Na gut, dann können wir jetzt hier gleich wieder gucken, wie wir gucken. Okay. Alles klar. Die Musik ist gut. Die fetzt. Da fliegt da der Stein. Wie läuft das? Ist das so random, wo da was landet? Oder? Ja, müssen wir gucken, wenn das wieder geschafft ist, bevor wir hier weiter gucken. Siehst du. Da ist die Musik ganz spontan vorbei. Mosaik, gib mir mal ein paar davon. Weil ich glaube, ich wollte hier komplett die ganzen Ketten produzieren. Glaube ich. Herrliche Statue. Die Sultansmoschee. Ja, ich glaube, unser hauptsächliches Ziel war diese
diese großen, krassen Gebäude. Die Sultansmoschee zum Beispiel. Schau mal, wie krass viel Grün meine hier auf dieser Insel ist. Großvezier ist eine besondere Ehre für mich. Ohne Nenoria. Und voller Tatendrang. Doch weiß er auch den Rat eines alten Mannes zu schätzen. Meine Insel? Nee. Wollte schon sagen. Ja, ja, und wir sparen hier darauf, diese Insel zu übernehmen. Gott mit euch. Denkt daran, alles ist käuflich. Selbst die ehrwürdige Ratsversammlung. Korrekt, und das machen wir jetzt. Alles, alle finanziellen Mittel reingepumpt. Bekanntschaft mit dem Fegefeuer machen? Klingt gar nicht so unattraktiv. Keine Ahnung. Muss man halt nicht fegen. So, Brokatgewänder. Würde ich jetzt mal gegen Holz austauschen. Wir haben außerdem noch 25 Produktivität bei Papiermühlen. Dann muss aber immer jemand 22 Tonnen von irgendwas kaufen, ne? Salam alaikum. Es ist mir wie immer eine Ehre. Minus 5 plus 2 plus 2. Ja, also hier wird doch so viel gekauft und verkauft. Das ist doch... Hier ist doch richtig was los. Ab 18 Tonnen... Und jeder hat bekommen, was er wollte. Ich habe das Gefühl, er gibt mir mehr, als er nimmt. Du musst durch Handel treiben in diesem Spiel. Wenn du es nicht machst, hast du ja finanziell gar keine Möglichkeiten. Habe ich das Gefühl. Das habe ich jetzt einfach mal so gesagt. Das ist jetzt raus in der Welt. Diese Erkenntnis... Und ja, da ist der Hafenwehrturm. Ja, wir können auch diese komischen Kriegsschiffe da machen, ne? Warum steht ihr da so rum? Hab ich schon wieder eine Route pausiert, die ich nicht pausieren wollte? Jetzt aktiv. Okay. Staut sich hier ganz schön, habe ich das Gefühl. 600 Einfluss habe ich. Wir sollten mal wieder irgendwas kaufen. Flaggschiff, kannst du irgendwas kaufen? Kauf doch mal was. Ein Rohstoffvorkommen ist fast erschöpft. Oh nein. Das gefällt mir nicht. Kann man die Bärenhöhle wieder auffüllen? Ich glaube, man kann die Bärenhöhle nicht wieder auffüllen. Das ist ja blöd. Und was machen wir jetzt? Wofür brauchen wir die Bären eigentlich? Für diese Brokatgewänder, oder? Pelzjagdhütte. Produziert Pelz. Wenn wir Pelz für die Kirschnerei brauchen wir das. Und die produziert Pelzmäntel. Aber keine Brokatgewänder. Was ist mit diesen Brokatgewändern? Oh, ich habe eine E-Mail bekommen. Okay, Dinge, um die sich Anne kümmern muss, wenn das hier vorbei ist. Nochmal zur Frage. Brokatgewänder. Verstehe ich nicht. Nee, das ist falsch. Lukrativ in jeglicher Hinsicht. Brokatgewänder. Für eure Zuverlässigkeit. Na, da sind sie doch direkt reingetrudelt. Brillen, Wein, Fässer, Trauben, Gold. Das muss ja dann die Kirschnerei sein. Auch wenn die Kirschnerei sagt, dass sie Pelzmäntel herstellt, dann ist das vielleicht ein Übersetzungsfehler oder sowas. Oder bin ich jetzt völlig blöd? Ah, nee. Ich bin völlig blöd. Es gibt Pelzmäntel und Brokatgewänder.
Du brauchst Leder beim Spellsmantel Leinenkuten. Wer braucht überhaupt Brokatgewänder? Warum geht's hier überhaupt? Ich verstehe das ganze Problem nicht. Oder ist das was, was ist, was kommt, wenn wir noch mehr Adlige kriegen? Fürstlicher Palast, Fundament, Hecke. Wahrscheinlich kommt es erst, wenn wir 2000 Adlige haben. Schätze ich mal. Du brauchst eine Kirche? Oh, es ist belastend, ey. Wie willst du denn hier zwei Kirchen hinzimmern? Sorry, ich glaube, ihr macht jetzt mal Feierabend hier. Und ich kann dich vielleicht versetzen. Sie werden zwangsversetzt. Herzlichen Glückwunsch. Passiert den Besten. Sehen Sie es als Beförderung. So, und jetzt braucht er noch Lederwimse. Oh, ich hätte gern so ein Lederwams-Item. Ich bin ein richtiger Fan von diesen Gib mir Zölle Items. Herzlich willkommen. Ich schalte das mal frei. Einer ihrer Betriebe stellt keine Ist hier oben sind immer Schiffs-Items, ne? Deswegen habe ich die nie freigeschaltet, oder? Sie können 15 Seile für 82 Goldmünzen pro Tonne kaufen. Glas. Ach so, und dann kann ich das kaufen. Alles klar, lohnt sich das? 20 Werkzeuge für 60 Goldmünzen die Tonne kaufen. Verstehe ich nicht. Erhöht Lagerkapazität plus 5. Für alle Lagerhäuser, die man hat, plus 5 oder insgesamt plus 5? Ja, Getreidefruchtbarkeit ist gar nicht mal so schlecht. Haben wir irgendwo Kräuter, aber kein Getreide? Hanf? Ist das meine Insel? Noch, ich wohne noch gar keiner. Nee, Most. Wie viele Inseln habe ich eigentlich? Gar nicht mal so viele. Diese hier. Diese hier. Diese hier. Und die zwei. Ja, da hilft mir jetzt eine Weizengeschichte auch nicht, oder? Das habe ich gefühlt schon. Das mit diesem Strohballen habe ich nie verstanden. Also ja, ich glaube kurzum, wir können nichts Sinnvolles kaufen. Willkommen zurück. Mandeln. Kaffee. Kaffee. Könnte man irgendwie hier so... Wo sowieso viel schon grün ist, könnte man auch Kaffee noch anbauen. Sieht hier zufällig jemand von mir? Nicht? Das war nur eine Frage der Zeit. Hier kann man hauptsächlich, glaube ich, ihr wisst schon, was machen. Auch nicht schon wieder die Poseidon, Mann. Die kriegt aber auch wirklich immer alles ab. Ist jetzt hier fertig mit Ausbruch? Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Müssen wir uns da später drum kümmern. Okay, du fährst jetzt mal hier hin und wir kaufen da Kaffee. So, jetzt gucken wir uns mal an, was hier kaputt gegangen ist. Du hast nur 2 von 3. Da ist das dritte. Du hast voll. Du auch. Gute Nacht. Du brauchst Eisen. Steinvorkommen. Eisenlager voll. Och nee, das ist doch schon wieder hier irgendwie so ein weirdes irgendwas, oder? Oder haben sie meine Eisenwerkstatt kaputt gemacht? Wahrscheinlich haben sie meine Eisenschmelze kaputt gemacht. Oh, Werkzeuge. Screw you. Verdiene ich das nicht selber? Mache ich das nicht selber? Verdiene ich das nicht selber? Ach, du brauchst erst Eisen, um Werkzeuge herzustellen. Screw you! Okay. Wir machen immer nochmal voll. Daran soll es ja nicht mangeln oder scheitern. Und dann, ja, haben wir hier Eisen. Das wird nicht abtransportiert, weil Eisen voll. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen.
Danke. Eisen voll, Stein auch voll. Du brauchst auch Eisen. Du brauchst gar nichts. Gar nichts. Bist halt voll. Du brauchst was. Das ist gar nicht so viel kaputt gegangen. Das war ein netter Ausbruch. Kann man nicht sagen. Ist es so, wenn man jetzt zwei von den Fruchtbarkeiten hat, dann kann man hier einfach auch an der Ressource sowohl Eisen als auch Sudel zum Beispiel abbauen? Das wäre cool. Aber irgendwie sinkt hier schon wieder alles, ne? Wir hatten so viel und jetzt haben wir wenig. Naja. Warum ist die Musik weg? Ist die Musik alle? Die Musik ist leer. Nein, sie fängt wieder an. Das sieht immer so aus, als ob das mein Schiff wäre. Das steht einfach nur random rum. Belastend. Ja, seht ihr, dass wir das jemals schaffen, damit dieser Sultansmoschee? Sollen wir es mal machen? Ich weiß nicht, so nervig finde ich den halt nicht. Der schießt ja auch nie was ab. Doch, ich. Ich mach das. 300 Wartungskosten, Erhaltungskosten für diese Moschee. Deswegen, ich dachte immer, weil das hier meine erste Insel war, auf der in den Wüsteninseln, das hier zu machen. Aber ich glaube, es macht echt mehr Sinn, das hier zu machen. Och, nicht schon wieder Gesindel und Gelumpe. Jetzt rächen wir uns dafür, dass ihr so herzlos wart. Dürfen wir nun bei euch bleiben? Oder sollen wir weiter Unruhe stiften? Bettler in Aschkabat. Aschkabat ist das hier. Einer ihrer Betriebe stellt. Die bleiben so lange, bis ich sie wegmache oder eine gewisse Zeit abgelaufen ist, oder? Wichtige Sache zu erledigen. Oh, ich will nichts versenken. Hör auf damit. Hör auf damit. Es gibt verschiedene starke Wehrtürme wahrscheinlich, ne? Wir sollten dauerhaft kämpfen, dann gibt es immer gute Musik. Was heißt das mit dem? Für einen Sieg eurer Truppen steht schlecht. Okay. Ich glaube, das Problem hat sich gleich gelöst. Also ich glaube, da ist auch eine Taktik, wenn man einfach die Insel komplett voll baut, dass die nirgendwo hingehen können. Dann können sie auch nicht weiter einen nerven. Das ist, glaube ich, die Taktik, die man da fährt. Es hängt jetzt wirklich an den Lederbremsen. Ist das euer Ernst? Ich frage nur nochmal. Und was machen wir wirklich, wenn diese Pelzjägerhütte da alle ist? Wisst ihr, was ich meine? Was machen wir denn dann? Hat da mal jemand drüber nachgedacht? Nee, so weit denkt wieder keiner, ne? Ich baue schon mal vorsichtshalber hier die zweite Hütte hin. Vielleicht gibt es ja da irgendwie eine Möglichkeit zu sagen, ja, ich mache das jetzt anders. Ich mache das jetzt einfach anders. Schau mal, hier ist ein ganz kleines Stück Küste. Ein ganz kleines. Da könnte man so ein Sommerhaus oder so hinbauen. Okay, wir haben eine weitere Schweinezucht, dann können wir doch jetzt genügend Salz und Tier heute. Benötigte Rohstoffvorkommen. Muss auf dem Flussplatz gebaut werden. Ihr habt keinen Flussplatz mehr übrig. Das ist ja jetzt so wirklich blöd. Produktion kommt zum Erliegen.
Und ich habe auch nicht genug, also ich habe jetzt auch nicht so viele Tierhäute, dass ich sagen würde, let's go. Gibt es hier Flussbauplätze? Hier Flussbauplätze. Ihr braucht Salz und Tierhäute. Produziert Sole, produziert Salz. Muss auf Sole-Vorkommen errichtet werden. Hab ich. Hab ich. Salzmine. Kohle und Sohle. Das, was sich so gut reimt. Die Kohle und die Sohle. Oh mein Gott, seht ihr, wie geil das passt? Ob gerade. Oh, das freut mich. Solche kleinen Dinge. Man muss sich auch mal die kleinen Dinge im Leben freuen. Kohle und Sohle. Kohle. Habe ich ein Kohlevorkommen? Nee, ne? Leider nicht. Kohle und Sohle. Habe ich genug. Oder? Ja, sollte passen. Und dann kriegen wir Salz. Dann brauchen wir noch ein paar Schweine. Und dann ist doch das Problem schon durch. Kann man ja nicht mal mehr Problem nennen. Tierhäute und dann bauen wir dann eine Gärmerei hin. Zack, Bumpeng. Nicht lang schnacken. Weil hier wohnen doch auch Leute, die das wollen, eigentlich. Warum haben wir das nicht schon längst gemacht? Dann kriegen wir mehr Geld. Gute Frage, oder? Goldfoot kriegt Brot, so ein bisschen durch diese Handelsgeschichten da. Und Bücher. Nee, nur Bücher. Irgendjemand kriegt Brot. Wenn er oder sie handelt. Ihr. Hier kauft nur niemand was. Merkt er selber, oder? Dass das euer Problem ist. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Ich habe auch das Gefühl, wir haben so wenig Lagermenge hier. Ich traue mich gar nicht, irgendwas zu verkaufen. Lager ist schon leer. Andala, wir haben es geschafft. Oh, ich kann einen Friedhof bauen. Das klingt ja nett. Mit Hilfe eines Bauplans kann ein bestimmtes Gebäude errichtet werden. Nachts ganz schön gruselig. Warum soll ich das machen? Ich verstehe es nicht. Was bringt mir das? Warum soll ich einen Friedhof bauen? Wir haben kein Geld mehr, Leute. Ihr kommt zum Handeln. Ich bin zum Handeln gekommen. Das wechselt hier auch gar nicht, oder? Wenn man das nicht aktiv macht. Ich kaufe jetzt mal Kaffee. Ich bin jetzt einfach mal so frei. Habe ich hier oben nicht irgendwie noch eine zweite Anlegestelle? Hier hinten. Lohnt sich das? Ich glaube, das lohnt sich. Am Arsch der Heide wird das angeschifft. Oh, ich habe kein Geld. Möchte jemand irgendetwas von meinen total tollen Waren kaufen? Die total tollen Waren. Anders total tolle Waren. Wer die Macht hat, ach nee, Schafsbruck, ey. Kannst du jetzt hier nicht mal die Sitz. Nö. Das sieht jetzt aber hier nicht mehr ganz so. Ach witzig, jetzt stehen die da oben auf dieser Wehrgeschichte. Okay. Oh nein, da kommt jetzt der nächste Trupp. Oh, ich habe nicht mehr. Wenn das nicht klappt, dann habe ich nicht genug Geld für einen neuen Wehrturm. Warum ist denn das jetzt auf einmal so komplett wenig? Da stimmt doch schon wieder irgendwas nicht. Sprich, wer ist schuld? Irgendjemand muss doch schuld sein. Die Adligen kann man schröpfen, das mache ich auch schon. Ich schröpfe sie bereits. Mist.
Ich kann nichts machen. Wir sind zu völliger Untätigkeit, verdammt. Oder wir gucken weiter, ob wir noch was verkaufen können. Vielleicht hätten wir doch nicht. Das ist eine von der Doofen. Wie heißt die eigentlich? Euch gerne aus. Ich wollte schon Friede sagen, aber die heißt nicht Friede. Friede ist von Dark Souls. Wie heißt sie denn? Hildegard. Nicht jede Nonne ist gleich Schwester Friede. Hildegard, selbstverständlich. Ich habe viel Pottasche. Will das jemand kaufen? Zufällig. Ich habe eigentlich unendlich viel Eisenerz. Also, wir kaufen bis... Eine Produktion kommt zum Erliegen. 50 Tonnen. Würde ich sagen. Aber ich würde es mir auch teuer verkaufen lassen, ne? So, hier so. Bei der Menge. Die gibt es ja nicht für umsonst her. Ist ja klar. Das brauchen wir noch für die Weiterproduktion. So. Jetzt kommt bitte und kauft. Ist ja albern jetzt. Keine falsche Zurückhaltung. Ich glaube, ich gewinne. Ich werde gewinnen. Ich glaube, auch da lohnt es sich nicht, vorher schon einen Verteidigungswall irgendwie aufzubauen, weil das Spiel findet genau eine Stelle, wo der eine Wehrturm nicht hinkommt. Und dann hat sich die Sache auch wieder erledigt. Das Spiel ist schlau. Es ist schlauer als ich. Es weiß genau, wo die Feuerwache endet vom Radius her und genau daneben fängt das Haus an zu brennen. Die nagen da unten am Fuße des Turms, als ob sie den fällen wollen wie einen Baum. Aber passt mal lieber auf, dass euer Heimatlager hier nicht. Oh, dankeschön. Garibaldi ist der Beste. Tschüss. Der Wachturm bleibt jetzt da. Oh mein Gott, wir können schnell was kaufen. Was wollen wir kaufen? Der braucht Salz. Das Salz braucht Kohle. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Sollen wir noch eine Kohle bauen? Eine Produktion kommt zum Erliegen. Bauen noch eine Kohle. Ein fairer Handel. Komm, ja, jetzt auch ein bisschen mehr kaufen können. Die 3 Quarz. Bist du sicher, dass du nicht mehr brauchst? Ich hab doch voll viel Kohle. Das ist doch schon wieder so, die wollen doch schon wieder nicht. Das ist nicht, dass sie nicht können, sie wollen nicht. Wahrscheinlich liegt es zu weit ab vom Schuss und deswegen geht es nicht. Komm. Und jetzt fährst du da wieder hin. Bist du sicher, dass das hier nicht zuerst Kohle braucht? Das Haus? Oh, ich glaube, er produziert. Da musste nicht mal jemand fahren. Das ist einfach gebeamt worden. Von da nach da. Leute, wir produzieren jetzt hier Lederwämse. Das ist nicht geil. Das ist richtig gut. Aber wir brauchen richtig viele Lederwämse. Wir müssen ja eigentlich alle von diesen Bauplätzen damit vollbauen. Damit wir auch noch was rüberschiffen können. Sonst wird es nichts. Wir sollten schon beide... Wir haben sogar 3 Solevorkommen. Das eignet sich wie die Faust aufs Auge hier für eine sehr große Lederwamsproduktion. Leider eignet sich mein Portemonnaie-Inhalt nicht für eine solche Großproduktion. Sorry. Und wenn da nicht mehr Leute einkaufen, dann sitzen wir da und drehen Däumchen. Ich kann natürlich immer noch versuchen. Was machen die zwei hier? Bringt euch nicht selbst in Schwierigkeiten. Ich würde mich nie selbst in Schwierigkeiten bringen.
bin, ich habe eine ganz gute Bilanz. Die lassen alle Brot da. Natürlich reicht es nicht für eine dauerhafte Aufrechterhaltung des Brots. Ich muss euch gratulieren. In dieser Stadt lebt es sich prächtig. Schade, er ist doch euphorisch. Der freut sich ihr doch. Ihr werdet wieder von mir hören. Der braucht aber auch Brot, ne? Der braucht auch Brot. Das hat jetzt gerade keinen Sinn gemacht. Ich wollte sagen Bücher. Und Bücher brauchen auch so einen, da mit diesem Papier, die brauchen auch so einen Wasserplatz, oder? Ja. Vielleicht müssen wir auch noch Papier produzieren. Also alles auf Dings außer eins. Alles auf Lederwämse. Lederwämse. Das ist auch zu weit ab vom Schuss oder reicht das Markthaus? Das reicht, oder? Ja, das war's schon. Ein Handleicht für ein Gebäude. Geil! Ja, super. Das wird doch eine tolle Folge beim nächsten Mal. Ich freue mich schon drauf. Danke, Northbrook. Du weißt wirklich, was ich brauche. Du unterstützt mich in allen meinen Vorhaben. Sehr, sehr gut. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben, wenn es so war. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Schaut gerne bei Twitch vorbei. twitch.tv/fantasticdv. Da gibt es den Live-Content von Flo und mir. Ich plane immer noch, einen Termin rauszusuchen für den 12-Stunden-Anno-1800-Stream. Kein Druck. Wir schaffen das noch. Ja, jetzt wollte ich ein Gebäude bauen, jetzt muss ich stattdessen Wasser nach. Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. Toll, toll, toll ist das. Es geht nicht. Es reicht nicht. Das Geld reicht nicht. Deswegen hören wir jetzt auf für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.